jeden Tag gerne hier zur Arbeit gegangen. Das war sowas von schön und super. Jeden Tag, und wenn man seinen Beruf zum Hobby machen konnte, so wie ich es konnte, das ist derart traumhaft gut und das können nicht alle Menschen. Nicht verstummen, politisch aktiv sein. Engels, Lenin und Marx faszinieren ihn. In Schlesien geboren, erlebt Gerhard Bialas die Schrecken des Zweiten Weltkrieges. Muss fliehen. Meine Grundhaltung ist an sich eine sehr pazifistische. Also was mich eben dazu bewogen hat, nicht von der Familie her, die waren deutschnational im Wesentlichen geprägt, sondern einfach der ganze Hass auf Militarismus und Krieg. Und das war das, was mir so wahnsinnig zu schaffen gemacht hat. Bialas wird Anhänger der Kommunisten. Seit 1968 ist er Mitglied der DKP, der Deutschen Kommunistischen Partei. Das hat mich so weit eben gebracht bis zum heutigen Tag. Und auch das Sozialengagement, dass die einen immer reicher werden und andere immer ärmer. Darüber schreibt er, meist Leserbriefe, alles immer im Visier des Verfassungsschutzes. Viele Nachfragen und immer die gleiche Antwort. Solange ich also in der DKP bin und so und da nicht loslassen kann, mich eben bis zum Ende meines Lebens zu beobachten. Rebellisch, mit eigenem Kopf, aber nie ohne seine Frau Christa. Die hat ja immer an meiner Seite gestanden, durch dick und dünn gegangen, hat sie nie einschüchtern lassen. Aber er hat das Leben ihr nicht immer leicht gemacht. Er ist noch schwierig, aber man muss wissen, wie man ihn anfasst dann. Wie muss man ihn denn anfassen, wenn er schwierig ist? Man muss versuchen, das Richtige herauszufinden, damit man miteinander machen kann. Der Botanische Garten in Tübingen, 27 Jahre das Reich vom Gärtnermeister Gerhard Bialas. Wenn ich Gärten gebaut habe, viele Gärten in der Stadt, ja, wenn der Garten fertig war, dann musste ich wieder gehen. Und diesen Garten hier konnte ich behalten. So, den konnte ich behalten, bis ich in Rente gegangen bin. Engagiert als Gärtner und ebenso leidenschaftlich auch als Imker. Dann, ihr seid schön brav zu dem Mann, ja? Mach mir ja keinen Ärger. Jetzt ist er also noch nicht so weit, wie gesagt, er hat schon mal geschleudert. Aber man sieht wunderschön den Honig hier glänzen. Ja, aber die Imkerei war eben doch immer mein großer Traum. Ich wollte immer viele Bienenvölker haben und habe mich immer auch am Fleiß, an der Emsigkeit der Bienen orientiert. Und auch daran, von der Erkenntnis her, wenn die Königin nichts mehr taugt, ziehen die sich eine neue und schmeißen die alte raus. Das habe ich eben auch gelernt, politisch, ne? Dass man wie man mit den Majestäten umgehen sollte. No one ever could try to tell us. Mein Lieblingsplatz ist das Hellerloch mit den Bienen. Und warum? Ha, weil hier immer was los ist. Hier ist immer Betrieb, eine wunderbare Ruhe eben hier, hat es kaum Menschen.